Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts Covenant. Wir sind die Juri, wir standen gerade vor dem Schwarz. Wir brauchen einige Türen, einige Henkel für Türen. Allerdings finde ich nicht einen. Okay. Dann gehen wir mal jetzt hier lang. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas. Oh, hier ist ein Henkel. E. Wo war denn E? Mal sehen. Das ist E. Spricht sich je. Je? Je? Also wir haben jetzt de gelernt. Dieses Häuschen und je. Dachte ich mir schon. Das ist E und spricht sich E aus. Versuch den Hebel zu bewegen. Ich glaube, da hat sich ein Tor weiter entfernt geöffnet. Wo ist das E-Tor gewesen? Das E-Tor war doch eigentlich jetzt hier oben. Dächte ich. Jack. Da dürfte jemand vergessen, dass der gute Joachim jetzt auch so ein Ding dabei hat. Du machst jetzt erstmal den kalt, denn die Anastasia macht ihr Fotoalbum voll. Das ist der Plan. Jack hat es ja auch gemacht. An sich fehlt uns jetzt nur noch das Gespenst. Du machst mal verteidigen. Werden immer automatisch die Angriffe, die sich irgendwie verteidigen? Qual. Sie hat wieder nichts gelernt. Sie hat keine MP. Wow, 7. I just hate to lose. Oh, die Lucia ist in unserem hinteren Team und sie hat ein Level Up bekommen. Ich glaube, hier oben war E. Hier. Ja, hier war tatsächlich E. So, und hier haben wir auch etwas. K. K war unten links. Das ist der Buchstabe. Es liegt mir auf der Zunge. Ja, na klar. Das ist K und spricht sich K. K. Was sollen wir tun? Versuch ihn zu bewegen. Okay, D, J, K. Er hat ein anderes Tor geöffnet, wetten? Ich habe ganz vergessen, ihre Stimme zu machen. Kann man da rein? Aru! Noch ein Wolf. Aru, aru. Sind Sie ein Zombie? Hätte nie gedacht, dass ich einen halbtoten Wolf treffe. Aru! Halbtot. Falsch, ich werde nie sterben. Ich liebe das Fleisch lebender Wölfe. Ich aß so viel, nun bin ich unsterblich.
Arum. Und so treiben sie sich für immer auf der Welt herum, hä? Armer Kerl. Ich helfe ihm. Was? Nein. If you refuse to die, let me give you a little helping paw. You look pretty tasty. I lap you up. Guts, fur, bones and all. Okay. Wieso fängt der an? Das ist unfair. Lähmung. Ich hab nichts gegen Lähmung an mir. Wenn der mich lähmt, bin ich hinüber. Das war die Panik. Okay, gut. Oh. Oh, er kann auch kurieren. Okay, Ausrüstung, Blanka. Was hast du denn dabei? Schützt gegen Gift. Das brauchst du jetzt erstmal nicht. Gegen Panik. Okay. Niemand frisst mich. Schön, dass wir den direkt jetzt finden. Jetzt habe ich mich zu sicher gefühlt. Wieso macht denn der jetzt keine Lähmung mehr? Boah, das will ich lernen. 9 Treffer. Heilen, dort angegriffen, dann müssen wir PP heilen und dann wird wieder angegriffen. So sieht das bisher aus. Oh Gott. Wieso macht er zweimal? Was soll das jetzt? Einmal machen wir noch. Okay, jetzt müssen wir mal ein Objekt schlucken. Ich hoffe mal, dass wir erstmal das hier reicht. Mist.
Angst. Heißt der eigentlich, dass er jetzt verrückt ist? Nee, wir können doch was nehmen schnell. Guter Junge. Mädchen, Gnadentalisman und Geld. Geld ist immer gut. So, ja, stimmt so. My body is crumbling. I'm gonna die. Die with dignity. That's the way of the wolf. Yeah, wir haben geholfen. Seelenkomet ist verbessert. Einfach mal so nebenbei einen Wolf gerettet. Was passiert jetzt? Ach, guck mal da. Ich bin die Ringseele, der Wille des Urteilsringen, der Verwalter aller Schicksale. Du sagst ja gar nichts. Ah, ja, hör mal, ich habe nachgedacht und ich habe mich daneben benommen. Ich habe nicht gewusst, dass es so schwer für dich ist als Ringseele. Ich wollte Freundschaft schließen. Nein, es war mein Fehler. Es tut mir leid, ich bin völlig durchgedreht. Keine Sorge, mach es einfach wie immer, ganz normal. Oh, okay. Ich bin die Ringseele, der Wille des Urteilsrings, der Verwalter aller Schicksale. Die Welt ertrinkt in ihrer eigenen Geschichte und in dieser Zeit musst du die Last des Schicksals tragen. Yes, du kannst aber toll reden. Hä? Nichts, überhaupt nichts. Bitte mach weiter. Ich kann sie sehen, deine Zukunft. Ich vertraue sie dir an. Angriffsschub? Haha. Kraft, den Urteilsring zu beherrschen. Diese Macht wird dir auf deinem Weg durch das Schicksal helfen. Ich werde noch mal erscheinen, um dir mehr Macht zu geben. Und ich werde dich immer beobachten, um zu sehen, ob du der Richtige bist, das Schicksal zu beherrschen. Hey, Ringseele! Was? Wie heißt deine Frau eigentlich? Wie meine Frau heißt? Wozu willst du denn das wissen? Sag es mir einfach, wir sind doch Freunde, oder nicht? Ist sie hübsch? Sie heißt Miyabi. Sie ist sehr jung und sehr schön. Oh, Miyabi, ja. Und habt ihr Kinder? Eins, Aya. Sie hat gerade zum ersten Mal Papa gesagt. Aya, toller Name. Klingt wie der Name eines Stars. Vielleicht wird sie mal Sängerin oder so, wenn sie älter ist. Miyabi und Aya, hä? Grüße sie von mir, okay? Sicher, okay. Dann bis bald. Das ist schon besser. Das war seltsam. Hier ist eine Kiste. Oh, Lehrer. Mehr wunderbare Symbole. Waren wir hier unten schon? Ach ja. K.
Jetzt los. Ah, sehr schön. Kann ich von allen was lernen? Ich würde gerne von allen irgendwas lernen. Also grundsätzlich sammeln wir jetzt auch Symbole, gell? Ich glaube, wir haben hier unten alle. Sollen wir mal schnell unsere Teammitglieder ändern? Wir nehmen jetzt mal die Lucia mit. Weil mit der habe ich noch gar nicht gespielt. Gab es hier oben irgendwas? Hä? Oh, guck mal hier. Schau mal. Das steht etwas an der Wand. Hä? Was steht da? Wandinschrift. Eintrag 1. Ich verlor Haus und Vermögen durch politische Schachzüge. Jetzt rotte ich hier bis ans Ende meiner Tage dahin. Alles, was mir geblieben ist, ist dieses Medaillon. Ein Andenken an meine Mutter. Nur das gibt mir noch Hoffnung. Eintrag 2. Die anderen, die schon länger hier sind, fragten mich, ob ich versuchen würde, mit ihnen zu entkommen. Das lehnte ich dankend ab. Selbst wenn ich hier herauskomme, was habe ich dann noch in dieser Welt? Eintrag 3. Ich bin noch nicht lange hier, aber mein Körper fängt an zu verrotten. Auf dieser Wand kann man kaum schreiben. Die anderen stahlen mein Medaillon, bevor sie flüchteten. Ich frage mich, ob sie wirklich ihr Ziel erreicht haben. Mein Medaillon, alles, was ich hatte. Wenn ich es doch zurückhaben könnte, um mir den Tod leichter zu machen. Ah, ich verstehe. Wir suchen einen Medaillon. Was ist das? Das sind die gleichen Buchstaben, wie sie auf den Toren stehen. Ja, wir haben bisher 3 geöffnet. Hey, vielleicht sagt es uns, ob die Tore im Durchgang geöffnet sind oder nicht. Vielleicht zeigen die roten Leuchten an, dass sie schon offen sind. Vielleicht weiß ich das schon von ganz alleine. Herr Juri. Ich speichere erstmal. So, wir suchen auf jeden Fall ein Medaillon. Oh, hier ist erstmal eine Kiste. Siegel. Ich habe versucht, hier nach irgendeinem Plan vorzugehen. Aber dadurch, dass wir jetzt da das gefunden haben, weiß ich jetzt nicht mehr. Karin greift jetzt Sheila an und sie gewinnt. Du greifst jetzt Jack an.
Ich glaube, das riecht nach Extraserum. Du greifst jetzt. Oh nein, oh Gott. Vielleicht doch nicht. Irgendwie sind es mehr als gedacht. Um verschiedene Effekte zu erzielen. Grasöl. Grasöl und Ozeanöl. Aha. Interessant. Und Juri ist... Ach so, wir sind alle so. Ich hab schon gedacht, Juri ist wieder verliebt oder sowas. Wir haben noch eine Jill. Oh! Da, dazu sage ich jetzt nichts. Wieso sieht denn das bei ihr als einziges so aus, ob sie stinkt? Alle HP der Feinde um 50% geheilt. Wow, boah, das ist gemein. Wir stinken einfach alle. Den Geppetto muss ich auch mal wieder mitnehmen. Ach, das ist jetzt hier verbunden. Da war doch der Hund. Oder? Nee, das ist gar nicht, hier war gar nicht der Hund. Strongoide. Haben die sich hier verlaufen? P. Ist P, stimmt's? Das ist P, spricht sich er. Du brauchst gar nicht so hoch in die zu tun. Verdammt, wie viele sind hier denn noch? Hör auf zu jammern, beweg dich. Okay, hier haben wir die. Oh, das, kreisförmig, okay. Es gibt immer nur zwei, wenn dann. Das ist einzeln. Okay, wir haben aber hier noch... Ja, war ja klar. Dass die noch leben. Was sie alleine hinkriegt. Schmeißt sie jetzt mit Karten?
Okay, bei ihr müssen wir die Ringanpassung vornehmen. Sehen haben bekommen und jetzt wird erstmal Lucias Ring angepasst. Sie bekommen nämlich noch einen zweiten Ring dazu, also eine zweite Trefffläche. So, Ringarten. Zusatzeffekte haben wir schon. Warte mal, wir können doch mal hier. Instant-Tod. Probieren wir mal. So. Ich gehe davon aus, dass wir die nicht mehr nur so oft benutzen, deswegen lassen wir es mal so. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und morgen schauen wir mal, wo sich er geöffnet hat. Och, was war nochmal P? Ich hab's vergessen. Wo sich diese kyrillische Buchstabe geöffnet hat. Bis dann. Tschüss.